zwei, Kathi kommt vorbei. Drei, vier, steht vor der Kellertür. Fünf, sechs, den Archi holt die Hex. Sieben, acht, zum Sprint die ganze Nacht. Neun, zehn, sie lässt ihn nicht mehr gehen. Und damit, hallo ihr Verrückten! Ein neuer Friday und damit begrüße ich euch. Hallo Wumli, hallo Jules, Roger, Zombie-Loverin, Green Mousy, Onkel Brody, Maria die Griechin, hallo The Woken Hero. Wen haben wir noch? Crash Girl 07. Dich habe ich, glaube ich, noch gar nicht gelesen, aber vielleicht habe ich das schon mal zu dir gesagt, das weiß ich nicht. Pika ist da, Blutfeuer nach Creepy König. Keks, Teddy, Tatjana, Susanne, wir sind also wieder alle fünf Leute, wie wir sie sonst sind, und das freut mich. Ich bin übelst aufgeregt, so richtig mit Bauchschmerzen und so, aber das bin ich immer, was erzähle ich Neues? Hallöchen, Dr. Igor, Muni ist da, Terra Nova, Kolonie, Hui 83, hallo. Falls jemand im Hintergrund Levi hört, er ist gerade in einer sehr anstrengenden Schreibphase. Aber Archie geht jetzt nochmal mit ihm an die frischen Luft ein bisschen spazieren, in der Hoffnung, dass er sich dann beruhigt. Deswegen ist auch am Mittwoch der Stream ausgefallen, weil Levi tatsächlich sehr anstrengend war. Wir hatten anfangs sehr schwierige technische Probleme zu lösen, aber als die dann so fast gefixt waren, hat Levi sich überhaupt nicht mehr beruhigen lassen. Und so verbrachte Archie eine weitere Nacht an der Dunstabzugshaube. Schreibphase, früh übt sich, wenn man mal Vertoner werden will. Ja, heute hat er gelernt, Bücherseiten umzublättern. Ach, ich war so stolz auf ihn. Ganz toll. So Babybücher und dann hat er die immer umgeblättert. Ja, okay, so. Was gibt es sonst Wichtiges vor diesem Friday zu erzählen? Eigentlich gar nicht so viel. Ich weiß nicht, wie wir nächste Woche streamen. Also es ist ja schon der 20. Ich wollte eigentlich schon am Dienstag Urlaub nehmen. Aber könnt ihr vergessen, es gibt noch so viel zu tun. Ich glaube, ich werde dieses Jahr keinen Urlaub mehr kriegen. An Weihnachten werden wir voraussichtlich nicht streamen. Aber das kann ich nicht sagen. Ihr werdet spontan sehen oder auf Social Media hören. Oder mitkriegen. Ja. Passt das mit der Musik eigentlich? Nein, eigentlich ist er kein Schreibaby, Tatjana, sondern er ist normalerweise ganz ruhig, aber er ist gerade im Sprung. Und dieser Sprung geht jetzt 6 Wochen lang. Und das bedeutet, dass er besonders abends sehr aufgewühlt ist. Und man ihn nur schwer beruhigen kann. Er will nicht schlafen. Ja, aber naja, 6 Wochen. Die erste haben wir bald geschafft. Okay, danke Onkel Brody, da freue ich mich. Gut, am Sonntag ist aber definitiv nochmal Stream und dann muss ich nochmal mit Archie absprechen und mit Levi, ob und wie ich dieses Jahr nochmal streamen werde. Nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr mich unterstützen wollt bei meiner Arbeit, vor allem bei den Streams, dann könnt ihr donaten. Also ihr könnt auch Patreon werden, dann bekommt ihr jeden Monat die Postkarten, die ich tatsächlich noch nicht rausgeschickt habe, aber morgen. Ich hoffe, sie kommen vor Weihnachten noch an. Aber ihr könnt natürlich donaten direkt im Stream, das heißt, das Geld geht direkt an uns. Und damit können wir wichtiges Equipment kaufen oder auch ein bisschen die Zeit aufwerten, die ich in die Vorbereitung der Streams stecke. Denn auch wenn der Stream nur 2 Stunden geht, bin ich da manchmal 1 bis 2 Tage dran mit der Recherche. Manchmal auch länger, je nachdem. Okay. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und die Leute, die diesen Fall heute schon kennen, bitte ich, sich am Anfang noch ein bisschen zurückzuhalten mit den Informationen. Also ich will denn nicht sagen Spoiler, aber wartet mit gewissen Enthüllungen des Falles, bis ich sie ausgesprochen habe. Das macht dann einfach mehr Spaß für alle, die den noch nicht kennen und ihn hören und auch ein bisschen mitlesen. Ansonsten, wenn ihr so komplett gar nicht gespoilert werden wollt und nichts vom Chat mitkriegen wollt, dann lest den Chat nicht. Aber ich freue mich natürlich, wenn viele chatten und sich beteiligen an dem Gespräch, denn das ist ein richtig heftiger Fall. Und
Es ist für mich ein extrem emotionaler Fall, weil man die ganze Zeit hin und her gerissen ist und nicht weiß, wie man darüber denken soll. Aber dafür habe ich ja heute euch und ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Was ich nur vorher anmerken möchte, ist, bitte behaltet einen respektvollen Ton, egal wie sehr getriggert werdet, egal wie wütend ihr seid bei gewissen Dingen, die ich gleich erzähle. Bleibt respektvoll, auch wenn einige Beteiligten in dieser Geschichte euch als das Böseste überhaupt erscheinen und ihr die Taten sehr verurteilt, möchte ich nichts lesen wie, die haben es verdient oder so. Um es mal mit freundlichen Worten auszudrücken. Naja, ihr wisst, was ich meine. So, ich gucke gerade, wie was Archie schreibt. Ja, die schöne Kette, genau. ich habe noch lange über dein Kompliment übrigens nachgedacht. Die ist aus dem Adventskalender. Ich liebe sie. Leider ist der Verschluss gleich am ersten Tag kaputt gegangen, obwohl ich sonst mit. Ach du Werbung und Schmucke, bla bla. Wo ich sonst mit den Schmucksachen von denen sehr zufrieden bin. Denn ich habe hier mein absolutes Lieblingsarmband. Und hier habe ich noch ein Armband. Und ich habe normalerweise auch Ohrringe von denen und ganz viel Ketten. Ja, okay. So, nun aber. Nortan, also fragt gerade, ob Archie Sprecher bei Valulis ist. Nein, der Sprecher bei Valulis kommt aus. Archie, wie heißen die Feinde der Oberpfalz? Naja, aus Franken. Das ist ein fränkischer Sprecher. Und Archie kommt aus der Oberpfalz. Hört man doch. Bayerisch ist doch nicht gleich bayerisch. So, okay. Da habt ihr wieder was gelernt. Ich werde übrigens nebenbei eine PowerPoint-Präsentation, die ich in mühevoller Arbeit zusammengetragen habe, nebenbei laufen lassen. Die Bilder erscheinen random, das heißt, es gibt ein paar Bilder, die vielleicht gerade nicht zu dem passen, was ich erzähle, aber ich denke, ihr könnt euch eins und eins zusammen denken, was ihr auf den Bildern seht. Nur damit ihr Bescheid wisst. Lord of Pink, vielen Dank, Dankeschön. Macht's wie Lord of Pink. Und donatet ruhig mal wieder, dass das jetzt eine Ewigkeit nicht passiert. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mal donatet. Okay, vor Weihnachten ist natürlich ein bisschen doof, aber ich wollte es nur mal nochmal ins Bewusstsein gerufen haben. Aber jetzt legen wir los mit dem Fall von Gypsy Rose Blanchard. Noch eine Anmerkung. Ihr werdet, wenn ihr das mal selber googelt, und es gibt auch eine Serie darüber und es gibt Dokumentationen, ihr werdet den Nachnamen Blanchard in verschiedenen Schreibweisen finden. Einmal mit E und einmal ohne E am Ende. Das liegt daran, dass die Mutter, Didi, irgendwann den Nachnamen geändert hat und ein E rangemacht hat, weil die nämlich Opfer von Katrina wurden, diesem super krassen Hurricane. Und die sind dann ganz weit weggezogen. Und um die Vergangenheit so ein bisschen hinter sich zu lassen, aus Gründen, die ihr gleich erfahrt, hat sie den Nachnamen geändert. Um nicht mehr ganz so einfach gefunden zu werden. Okay, nun geht's los. Wer war das und was ist überhaupt passiert? Also hier auf dem Foto seht ihr sie gleich. Didi, die Mutter, und Gypsy, die Tochter, die ziemlich krank aussieht und auch zu dem Zeitpunkt noch warm. Es ist so, dass sie im Rollstuhl saß, sie hatte Asthma, sie hatte Krebs, sie hatte Leukämie. Und eines Morgens wurde die Mutter tot aufgefunden. Zerstochen, also erstochen, in ihrem Bett, im Nacken ganz viele Messerstiche und die Tochter war weg. Und auf der Seite von den beiden, die hatten so eine Facebook-Seite zusammen, war ein Post: The bitch is dead. Und alle haben sich dann gefragt: Hä? Wurde euer Account gehackt oder was sind drüber gegangen? Haben geklopft, die Nachbarn haben sich Sorgen gemacht, die hatten nicht so viele Freunde, sondern nur die Nachbarn tatsächlich und die Familie. Und ja, da haben sie dann Didi gefunden. Rishira, vielen Dank. Und willkommen im Kreis der Wahnsinnigen. Und Gypsy war fort.
Also es sah nicht wirklich nach einem Einbruch aus. Es war sauber gemacht. Der Tatort war gereinigt. Und es wurde keine Mordwaffe gefunden. Es gab keine Einbruchsspuren. Didi war weg. Und später kam noch ein zweiter Post unter diesem The Bitch is Dead. Auf dem stand, ich habe das Schwein abgeschlachtet und ihre unschuldige Tochter vergewaltigt und sie hat geschrien, lol. Dann hat die Polizei also versucht zu orten, woher kommt dieser Post. Und dann haben sie Gypsy gefunden mit einem anderen Mann in einem Hotelzimmer. Beide festgenommen und waren überrascht, dass Gypsy auf einmal laufen konnte. Ja, also sie hatte zur Krankengeschichte, erzähle ich euch gleich noch ganz viel. Ich erzähle euch erstmal so ein bisschen grob erstmal. Zur Anhörung sind Familie, Freunde, Nachbarn alle hin und waren erschüttert, dass dieses Mädchen, das jahrelang todkrank war, man hat immer gesagt, sie wird nicht älter als 20, dass die auf einmal laufen konnte und ganz gesund war. Und dass sie vermutlich ihre Mutter umgebracht hat. Sie mit ihrem Freund. Zu dem Zeitpunkt hieß es dann, dass Gypsy auf jeden Fall die Todesstrafe bekommen wird, denn in Massachusetts gibt es tatsächlich noch die Todesstrafe und sie wurde zum Mord ersten Grades angeklagt. Das ist in den USA, gibt es 3 Grade. Der erste Grad ist heimtückisch und mit besonderer Grausamkeit. Der zweite Grad ist vorsätzliche Tötung ohne Heimtücke. Da hätte man jetzt 15 Jahre zur Bewährung auch bekommen können. Und der dritte Grad ist Totschlag im Affekt. So, und sie wurde ersten Grades angeklagt, hat aber gesagt, sie hat damit nichts zu tun. Und dass sie es gar nicht wusste, dass ihre Mutter getötet wurde. Ja, Gypsy war weg, nicht Didi. Entschuldigung. Namen. Ja, aber ihr kommt noch mit, oder? Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht nochmal. Okay. So, nun wollen wir erstmal die beiden ein bisschen kennenlernen und uns angucken, was da passiert ist. Als Gypsy 3 Monate alt war, ist ihre Mutter zu Ärzten gegangen und hat gesagt, ja, sie hat Schlafapnoe, also sie hört immer mal auf zu atmen und sie braucht einen Atmungsüberwachungsgerät. Sie hätte Probleme mit den Augen, sie kann nicht richtig hören, ihr Verdauungssystem funktioniert nicht richtig, sie hätte eine Muskelstörung, später Muskelschwund und könne nicht mehr richtig laufen. Gypsy hatte ungefähr mit 10 Jahren einen Motorradunfall mit ihrem Großvater. Da hatte sich das Knie aufgeschürft und danach musste sie in den Rollstuhl. Sie hätte eine Chromosomenanomalie, sie hätte Asthma, Epilepsie, ja, gemindertes Seh- und Hörvermögen. Sie sei irgendwann von der Hüfte an gelähmt. Viele Jahre musste sie mit Krücken rumlaufen, dann kam der Rollstuhl. Sie hätte eine geistige Beeinträchtigung und hätte so eine leichte geistige Behinderung und wäre ein bisschen langsamer und ja, zurückgebliebener als andere Kinder, dass auch ihr geistiges Niveau unter dem, also weit hinter dem liegt, was ihrem Alter entspricht. Sie hätte Tetraplegie, das ist, wenn alle 4 Gliedmaßen ja, gelähmt sind. Anämie, also Blutarmut, irgendwelche Allergien, Herzgeräusche, Leukämie, eine Lungenstörung, Inkontinenz. Die Zähne fielen ihr irgendwann aus. Das seht ihr auf ein paar Bildern. Das sieht ganz schlimm aus. Also die sind ja wirklich ausgefallen. Sie hatte eine Magensonde, die alle 6 Monate erneuert werden musste. Und die Speicheldrüsen wurden ihr entfernt. Weil die Mutter gesagt hat, dass sie sich im Schlaf verschluckt oder so an ihrem Speichel ertrinkt. Ist erstmal ganz schön viel. Sie hatten, wie gesagt, ihr Haus verloren. Ihr seht es auf dem Bild gerade. Das war so der letzte Nagel, der ins Haus gehämmert wurde. Denn Freiwillige haben denen ein komplettes Haus gebaut mit so einer Stiftung zusammen. Da war so eine Badewanne mit Whirlpool drin. Da war eine Rampe.
dass sie mit dem Rollstuhl rein konnten und weil sie ja obdachlos waren nach Katrina. Sie haben richtig, richtig viel Unterstützung bekommen. Ganz viel Charity sind zu den Operationen, kostenlos konnten sie hinfliegen, teilweise mit großen privaten Maschinen. Sie waren ganz oft in Disneyland, waren auf Konzerten im VIP-Bereich, haben ja, ganz viel Geld bekommen, ganz viel mediale Aufmerksamkeit, richtig viel Zuwendung in Geldform, aber auch in Geschenken. Und ja, sie wurden halt beide sehr bemitleidet und dafür bewundert, dass sie eben so stark sind. Sie waren, wie ihr auf den Bildern seht, immer in Körperkontakt. Sie waren die besten Freunde, also so Mutter-Tochter-mäßig die besten. Sie waren unzertrennlich, die waren niemals voneinander getrennt. Also wenn man Gypsy besuchen wollte, dann war Didi immer dabei. Und sie haben immer Händchen gehalten. Müsst ihr auch mal drauf achten, auch bei den Bildern. Und ja, auf einmal soll ihre Tochter Didi umgebracht haben. Und alles war gelogen. Woher kommt das, dass sie auf einmal laufen konnte und war sie vielleicht gar nicht krank? Gypsy selbst, es gibt richtig viel Videomaterial. Also Didi hat alles fotografiert und alles gefilmt. Also das ist schon heftig. Gypsy selbst hat sich auch wirklich wie ein kleineres, jüngeres Mädchen benommen. Sie ist auch kleiner, als man so normal sagen würde. Und später kam raus, nachdem sie so angefangen hat, über den Mord zu sprechen und über die Mordnacht, dass sie sich die ganze Zeit so benehmen musste. Sie musste sich jünger benehmen. Als Gypsy 18 wurde, wollte der Vater, der getrennt war zu dem Zeitpunkt von der Mutter, wollte ihr gratulieren und dann hat Didi gesagt, nein, nein, sie darf nicht wissen, dass sie 18 ist. Tatsächlich hat man ihr immer gesagt, sie sei 95 geboren, dabei ist sie 1991 geboren. Das hat sie erst später erfahren. Das heißt, sie musste jünger spielen und wurde auch so immer mal wieder jünger gemacht. Und bei Untersuchungen durfte sie kein Wort sprechen. Und die Mutter hat immer gesagt, ja, meine Tochter ist mental ein bisschen hinterher. Darum, fragt die gar nicht, fragt mich. Und nun wurden plötzlich alle hellhörig. Was ist das eigentlich für eine komische Beziehung gewesen? Und wieso ist Gypsy jetzt gesund? Der Fall Gypsy Rose Blanchard ist bekannt, weil das Mädchen misshandelt wurde von ihrer Mutter. Gypsy war von Anfang an nicht krank. Die Mutter hat ihr Medikamente gegeben, die Symptome hervorriefen für Krankheiten, die dann behandelt werden mussten. Es waren immer Krankheiten, die man nicht so richtig nachweisen konnte oder wo halt eine... Es war so schwierig zu erkennen, ob es nun wirklich eine Krankheit ist oder nur eine Nebenwirkung von einem anderen Medikament. Didi kam aus dem medizinischen Bereich, die hatte richtig viel Erfahrung, richtig viel Wissen, hat sich aber auch Bücher wie Leukämie für Dummies durchgelesen, um damit mitzusprechen. Und plötzlich erkrankt ihre Tochter an Leukämie. Didi kam eines Morgens ins Zimmer von Gypsy und sagte, die Ärzte haben gesagt, du musst in den Rollstuhl. Und seitdem durfte Gypsy nie wieder den Rollstuhl verlassen, obwohl sie laufen konnte. Gypsy hat das selbst gar nicht so als Misshandlung empfunden, sondern dachte einfach nur, ihre Mutter sei überfürsorglich. Und zwischen 2005 und 2014, also innerhalb von 9 Jahren, musste Gypsy über 100 Mal ins Krankenhaus, wegen dieser vielen Leiden. Ihre Zähne sind ja ausgefallen, weil sie ein Epilepsie-Medikament nehmen musste. Für eine Epilepsie, die ja nur schwer nachgewiesen werden konnte. Gypsys Mutter ist immer zu den Ärzten gegangen, hat gesagt, ja, meine Tochter hat folgende Symptome und diese Krankheit, bitte behandelt sie. Und die Ärzte haben das einfach gemacht. Manchmal haben die Ärzte das so ein bisschen hinterfragt und haben gesagt, wirklich? Und dann hat
Didi einfach den Arzt gewechselt. So lange, das nennt man Hospital Hopping, so lange, bis sie tatsächlich einen Arzt gefunden hat, der Gypsy wegen der und der Krankheit behandelt. Ständig hat die Mutter Gypsy die Haare abrasiert, um allen zu sagen, ja, mein Kind hat Leukämie. Immerzu, sie durfte keine langen Haare haben. Irgendwann seht ihr jetzt mal ein Bild, wo sie lange Haare hat. Sie sitzt jetzt im Gefängnis. Da seht ihr dann, wie sie aussieht mit langen Haaren. Ein echt hübsches Mädchen. Und sie hat halt ihre Tochter und alle Ärzte manipuliert. Die Nachbarn, alle. Alle haben geglaubt, sie sei krank. Gypsy selbst hat immer gedacht, naja, meine Mutter wäre nur das Beste für mich und sie hat schon recht. Und sie ist ja so aufgewachsen, dass sie immer krank ist. Dass sie von Anfang an Medikamente nehmen musste. Es folgt auch irgendwann ein Bild von ihrem Medikamentenschrank und da wird euch schlecht. Sie hatte, wie gesagt, eine Magensonde und über diese Magensonde wurde sie ernährt und da wurden ihr auch die Medikamente verabreicht. Das heißt, Gypsy hätte auch im Schlaf Medikamente kriegen können, die sie noch kranker machen, ohne dass sie es mitkriegt. Jede Nacht musste sie ein Beatmungsgerät benutzen, obwohl sie selbst gesagt hat, dass sie dadurch gar nicht richtig atmen kann, aber es war egal. Die Mutter wollte eine kranke Tochter. Woran das liegt und was genau das ist, erzähle ich euch gleich. Je nachdem, zu welchem Arzt sie gegangen ist, hat sie sich auch immer eine andere Krankengeschichte ausgedacht. Sie hat zum Beispiel beim Kardiologen gesagt, dass ihre ganzen Verwandten alle tot seien und an einem Herzinfarkt gestorben. Und bei anderen Ärzten hat sie dann wieder andere Krankheitsgeschichten erzählt. Einfach damit es ein bisschen glaubwürdiger ist und die Tochter bloß behandelt wird. Damals hatte schon ein Neurologe festgestellt, dass nicht Gypsy krank ist, sondern Didi. Aber also es ging darum, dass die Muskeln untersucht werden sollten, wegen Muskelschwund. Und da wurden ihr auch Muskelsehnen entfernt, sehr schmerzhaft, am Bein. Und da hat man festgestellt, dass sie ein gesundes Kind ist, das auch laufen kann. Und damit wurde die Mutter konfrontiert. Aber ihm selbst waren ein bisschen die Hände gebunden, weil er diese Misshandlung nicht wirklich zu 100% nachweisen konnte. Und Didi hat einfach den Arzt gewechselt. Und so konnte man das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, zu dem ich gleich komme, nicht direkt noch behandeln oder Gypsy retten aus der Situation. So. Jetzt reden wir erstmal über die Mutter. Also, sie ist die kranke Person und sie hat das alles inszeniert, alles gemacht. Sie hat ihre Tochter gequält und richtig schlimm schikaniert. Ich muss ein bisschen erzählen. Didi selbst ist das sechste Kind gewesen aus einer Familie, wo ja, alle sehr selbstständig waren. Und die Mutter hat ihr sechstes Kind, Didi, für sich behalten. Und ihr immer selbst eingeredet, du bist krank, du musst dich schonen. Alle Kinder haben in eigenen Betten geschlafen und Didi sollte bei der Mutter im Bett schlafen. Alle Kinder haben immer draußen gespielt, Didi durfte das nicht. Didi musste immer bei der Mutter sein. Und warum hat Gypsy diese Piepsstimme? Sie sollte so sprechen. Also die Mutter hat ihr das eingetrichtert, aber die ganze Familie hat sehr helle Stimmen. Wenn man ein Interview hört, dann hört man das auch. So. Didi war einsam, eine Einzelgängerin. Und ja, als die Mutter dann gestorben ist, die sie überfürsorglich behandelt hat, ist sie mit einem Typen ausgegangen und kurz darauf schwanger geworden. Der Typ war 17. Also Gypsys Vater, und der hat gesagt, na okay, wenn sie schwanger ist, dann muss ich sie jetzt heiraten. Die haben sich dann kurz vor der Geburt scheiden lassen und von da an fing bei der Geburt dann Gypsys Mutter an, ihr zu erzählen, dein Vater liebt dich nicht. Du hast nur mich. Und er hat uns verstoßen, aus dem und dem Grund. Tja, und Gypsy hat das von Anfang an geglaubt. Sie wurde von Anfang an perfekt manipuliert.
Mina fragt, haben denn die Geschwister und der Vater nichts vermutet oder waren es alle Co-Täter? Es hat keiner was gemerkt. Die Mutter hat das so perfekt verkauft, dass alles geglaubt haben. Die Ärzte, die ganzen Wohltätigkeitsvereine. Gypsy selbst hat es gar nicht in Frage gestellt. Bis zu einem bestimmten Punkt, an den kommen wir nachher noch. Die Mutter selbst, ja, sie hatte eine große Familie und deren Geschwister haben das auch alle so hingenommen. Das war einfach... Ich meine, wenn jetzt in eurer Familie irgendwer erkrankt, würdet ihr das so hinterfragen? Es hieß halt immer, wir sollten ihr das Leben noch so schön wie möglich machen. Und das ist natürlich auch eine emotionale Sache. Die paar Jahre, die das Kind hat, sollen die besten sein überhaupt. Und dann konzentriert man sich ja eher darauf, ihr irgendwie das alles angenehmer zu machen. Anstatt zu gucken, ist die jetzt wirklich krank? Darauf kommt ja keiner, dass das gespielt ist. Zumal Gypsy selbst niemals allein war. Wenn der Vater angerufen hat, hat die Mutter immer gesagt, Gypsy ist nicht da, sie schläft. Und eine halbe Stunde später durfte der Vater wieder anrufen und in der halben Stunde hat Didi Gypsy komplett eingetrichtert, was sie sagen sollte. Immer wenn Gypsy sich irgendwie falsch benommen hat, zum Beispiel mit dem Bein gezuckt oder so, die Mutter hat immer ihre Hand gehalten und zugedrückt, um sie zu warnen. Sie war immer präsent, sie war so dominant und immer präsent. Und jetzt, wenn ihr die Fotos anseht, wo die beiden sich umarmen oder Händchen halten, wirkt das gleich ein bisschen gruseliger, oder? Die war immer da. Wenn die Nachbarskinder vorbeikamen, um mit Gypsy zu reden, die Mutter ist nicht rausgegangen. Die war immer da. Unter dem Vorwand, ich muss auf mein Kind aufpassen. Doch, das ist tatsächlich so ein Fall, dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, ist tatsächlich so, dass fast nur Frauen das haben und fast immer an ihren Kindern auslassen. Also du kannst natürlich auch das an deinem Partner machen, dann ist es das Münchhausen-Stellvertreter-Erwachsenen-Syndrom. Aber normalerweise ist es so, dass eine Mutter oder eine Stiefmutter zu ihrem Kind so ist. Anfangs übervorsorglich, aber ihr kennt bestimmt alle noch den Baron Münchhausen, diesen Lügenbaron, der auf der Kanonenkugel dahin geflogen ist, der sie nur gelogen hat. Und beim Münchhausen-Syndrom ist es tatsächlich auch so, dass man lügt, dass man sich vielleicht auch Krankheiten ausdenkt, die sofort auf Abruf erscheinen lassen kann, einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen oder sich selbst ein bisschen leiden zu lassen. Und das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, da hat man ein krankes Kind. Und wenn das Kind nicht krank ist, dann wird es krank gemacht. Es wird gezielt vergiftet. Manche Mütter geben ihren Kindern abgelaufenes Essen, verschimmeltes Essen, damit die krank werden, oder Reinigungsmittel. Andere geben ihren Kindern Medikamente, die sie nicht brauchen, um dann durch die Nebenwirkungen Krankheiten hervorzurufen. Es kann auch richtig starke körperliche Misshandlung sein, die dazu führt, dass die Kinder verprügelt werden, dass sie dann krankenhausreif geprügelt werden und dann krank sind. Und es geht immer so einher mit emotionaler Erpressung. Wenn du deine Tabletten nicht nimmst, dann werde ich mich umbringen. Sowas sagen die Mütter sehr oft. Also, sie geben Kindern die Schuld. Du bist schuld daran, hätte ich dich doch nur abgetrieben. Jetzt habe ich ein ruiniertes Leben wegen dir und die Kinder haben Schuldgefühle. Und gleichzeitig bekommt die Mutter, ich sage jetzt mal die Mutter, es können auch Väter, aber es gibt ein paar hundert Fälle auf der Welt und es sind fast immer Frauen. Sie sind der leuchtende Himmel für Tapferkeit, der leuchtende Stern am Himmel für Tapferkeit, für Mut, für Aufopferung und bekommen natürlich die Lorbeeren auch von allen Seiten. Sie wollen das Gefühl haben, gebraucht zu werden und gleichzeitig die Anerkennung, dass sie alles aufopfern. So. Und sie wissen selbst nicht, sehen das nicht ein, dass sie ihrem Kind schaden.
sondern diese Genugtuung, jemanden von sich abhängig zu machen, das Leben komplett zu kontrollieren auf allen Ebenen, das ist deren Wunsch. Also die sitzen da nicht und planen das, sondern es steigert sich immer weiter. Und so war es dort auch. Angefangen hatte das, wie gesagt, alles mit der Schlafapnoe, dass Gypsy am Anfang ein Überwachungsgerät brauchte und dann hat sie diese Bestätigung bekommen, Mitleid, und später wurde das ihre Einnahmequelle, ihr Goldesel. Also, die haben von den Spenden gelebt und von der Aufmerksamkeit. Die Mutter, die hat so viel Post bekommen, wie tapfer sie beide sind, und man gewöhnt sich an diesen Lifestyle. Und es wurde halt immer krasser, immer heftiger, was sie halt ihrer Tochter angetan hat. Okay, sie selbst, zurück zu Didi, ist kein unbeschriebenes Blatt. Die war eine Diebin. Die hat ständig in Kaufhäusern geklaut. Die hat die Kreditkarten ihrer Familienmitglieder genommen, hat da das ganze Geld verprasst. Sie hat einmal versucht, ihre Stiefmutter zu vergiften, einfach weil sie sie nicht mag. Also so eine war das. Sie war interessiert an Okkultismus, schwarze Magie, Hexen. Also sie war schon so ein bisschen eine Außenseiterin. Und ja, dann hat sie das alles auf Gypsy abgeladen. Übrigens, was ziemlich krass ist, nachdem sie eingeäschert wurde, keiner ihrer Familienmitglieder wollte ihre Asche haben. Die haben alle gesagt, spült ihr die Toilette runter. Weil das dann alles rauskam und die Familie sich komplett von Didi postmortem abgewendet haben. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, diese Psyche, also diese psychologische Aspekt, den die beiden da haben, das ist wie eine Entführung. Also Gypsy ist wie ein Entführungsopfer. Es sind die gleichen Bedingungen gestellt und sie ist abhängig von ihrer Mutter gewesen, ob die ihr gnädig gestimmt ist oder nicht. Ihr werdet gleich sehen, was die alles noch mit ihr gemacht hat. Denn diese Medikamenten und Operationen und alles, das war nicht alles. Sie hat ihr Kind noch viel krasser misshandelt. Isoliert, bei jedem Besuch war sie dabei, alles, jeden Aspekt kontrolliert und noch mehr. Einmal versuchte nämlich Gypsy zum Beispiel von zu Hause abzuhauen. Also nicht nur einmal, sie hat es mehrfach probiert. Und nach ein paar Stunden hat die Mutter sie schon wieder gefunden und zurückgebracht. Hat dann einen Hammer genommen, ihr Smartphone oder ihr Handy und ihren Laptop mit dem Hammer kaputt gehauen, hat ihr gedroht, dass wenn sie nochmal abhaut, ihre Finger dran sind. Und sie hat eine Glocke an die Tür gemacht, sodass sie immer mitkriegt, sollte Gypsy mal rausgehen. Dann hat sie eine Hundeleine genommen und Gypsy ans Bett gefesselt für 2 Wochen lang. Hat sie geschlagen, hat sie beschimpft, immer wieder, bis Gypsy zu dem Zeitpunkt ein weiteres Mal gebrochen war. Ostfriesen Harry fragt, wie kann es denn sein, dass die Ärzte nicht gemerkt haben, dass die OPs nicht nötig waren? Tja, das hat man sich auch gefragt und da hat man versucht, das rauszufinden. Es gibt richtig fette Akten mit der ganzen Krankheitsgeschichte und es ist immer wieder das gleiche Muster, dass in der Anamnese steht, die Mutter erzählt das und das. Die Mutter hat angegeben, dass Gypsy das hat. Gypsy selbst wurde immer in die Ecke gesetzt, hier spiel mit deinen Barbie-Puppen und sag kein Wort. Sie durfte nicht hochgucken, sie durfte sich gar nicht irgendwie dazu äußern. Und ja, die Mutter hat gesagt, wie gesagt, die ist leicht geistig behindert, nehmt die nicht ernst. Und dann hat die Mutter zum Beispiel angegeben, dass Gypsy nicht isst. Sie isst nicht, sie kann nichts essen, sie kann nicht schlucken, sie kann es nicht bei sich behalten. Sie braucht eine Magensonde. Zack, Magensonde. Und ja. Das Krasse ist halt, dass die alle sechs Monate erneuert werden musste. Einmal sind Polizisten vorbeigekommen
Und weil es nämlich Hinweise gab, anonyme Hinweise, dass dort ein Misshandlungsfall vorliegt. Aber Gypsy konnte nicht frei reden, weil Didi dabei war. Und Didi hat sie die ganze Zeit, nein, wir sind das perfekte Mutter-Tochter-Gespann und so. Und dann sind die Polizisten wieder gegangen. Und danach hat Didi Gypsy wieder betont, dass niemand ihr jemals helfen kann. Was soll sie machen? Sie ist ein kleines Mädchen. Sie wusste nicht mal, wie alt sie wirklich ist. Das hat sie erst später erfahren. Sie dachte die ganze Zeit, sie sei 95 geboren, obwohl sie 91 geboren ist. Und hat sich komplett isoliert gefühlt. Ihre Mutter ist die Einzige, die da ist. Die Ärzte würden ihr nicht glauben, weil es heißt, sie hat eine leichte Behinderung. Die Polizei glaubt ihr nicht, sie hat eine leichte Behinderung, sie erzählt nur Quatsch. Die Nachbarn sehen sie jetzt, die perfekte Familie. Wer würde ihr glauben? So, ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Aber es ist so, dass auch Gypsy in die Pubertät kommt. Und irgendwann hat sie sich auf einer Dating-Seite angemeldet, auf einer christlichen Dating-Seite. Und hatte sich später auch einen geheimen Facebook-Account gemacht. Also sie fing dann an, so ich glaube, was alle Teenager irgendwann mal tun, Dinge vor der Mutter geheim zu halten. Immer wenn die Mutter geschlafen hat, konnte sie das WLAN nutzen, konnte ja chatten, hat ab und zu mal die Nachbarstochter angeschrieben auf Facebook und gefragt, so wie das jetzt ist, wie man küsst, weil sie das nicht wusste. Sie wurde ja gar nicht aufgeklärt. Ihr ganzer Inhalt bestand immer darin, sie hat Disney geliebt und die Disney-Prinzessin zu vergöttern. Sie selbst fand hier Rapunzel neu verföhnt, ganz toll, weil sie sich mit ihr identifiziert hat, im Turm eingesperrt und irgendwann wird Frau Gothel dann aus dem Fenster geworfen und sie selbst wäre frei und gerettet von dem Prinzen und so hat sie sich ihr Leben immer ausgemalt. Und auf dieser christlichen Dating-Plattform hat sie dann tatsächlich jemanden kennengelernt und sich sofort verliebt. Und er sich auch in sie. Das war so eine Jugendschwärmerei. Ihr wisst, wie es ist. Und das war Niklas Godejohn. Und das ist der Typ, den ihr die ganze Zeit seht, der immer mal wieder kommt. Vielleicht kommt er jetzt gleich. Ist ja perfekt. Nein, kommt nicht. Der hat sich in sie verliebt und die beiden haben immer geschrieben und ja, das war aber ein Typ, der war auch kein unbeflecktes, unbeschriebenes Blatt, denn der war erstmal diagnostizierter Autist und vorbestraft, weil er 9 Stunden lang bei McDonald's saß und Pornos geguckt hat und das natürlich Erregung öffentlichen Ärgernisses ist. Er ist ein Einzelgänger, ist immer nur drin geblieben, Stubenhocker und hat den ganzen Tag, so wie es ging, mit ihr geschrieben, mit Gypsy. Und er war auch der Erste, dem sie sich anvertraut hat, dass sie laufen kann, dass ihre Mutter sie zwingt. Das hat sie vorher nie jemand erzählt. Und nach ein paar Monaten wurde die Beziehung aber seltsam, weil er nämlich anfing mit SM-Spielen. Er hatte nämlich mehrere Persönlichkeiten, eine multiple Persönlichkeitsstörung. Und neben Niklas gab es auch Viktor. Und Viktor war der Böse. Derjenige, der ein jahrhundertealter Vampir ist und kein Gewissen hat, der ziemlich schnell ausrastet und Gypsy dominiert. Es fing dann so mit Master- und Slave-Rollenspielen an und Gypsy hat angefangen, für jede seiner Persönlichkeit eine eigene Partnerin zu sein. Sie hat Bilder gemacht, die sehr sexy waren, mit Perücken und so das böse Mädchen für Viktor. Und dann hat sie süße, cute, sexy Bilder gemacht für Niklas. Einfach, damit er immer glücklich ist.
So, sie hatten eine geheime Facebook-Seite, wo sie halt den ganzen Tag Liebesbekundungen gemacht haben, sexy Bilder ausgetauscht haben, die sie da auch hochgeladen hat. Die habe ich jetzt mal nicht mit reingenommen, aber stellt sie euch einfach vor. Und ja, wie gesagt, nach einem Jahr hat sie ihm alles erzählt und er hat gesagt, ich werde dich immer beschützen. Und dann hat sie gesagt, auch vor meiner Mutter? Und er hat gesagt, ja. Und dann ist so langsam der Plan B gereift. Denn so haben die es genannt. Plan B war die Rettung, vielen Dank, Mina, war die Rettung von ihr. Er, der Prinz, der sie nun rettet. Aber bis da ein ausgereifter Plan war, dauerte es mal noch eine ganze Weile. Zuerst wollte Gypsy sich unbedingt einmal mit Niklas treffen. Und das haben sie inszeniert, damit die Mutter nicht weiß, dass sie sich im Internet kennengelernt haben und sie eine geheime Seite hat, sind sie zur Cinderella, dem Film, dieser Neuverfilmung da, sind sie ins Kino gegangen und er ist extra in dieses Kino gekommen, obwohl er in einem anderen Bundesstaat wohnt, ist er dorthin gefahren in einem schicken Anzug und auch in diesen Film reingegangen. Und dann haben sie so getan, als würden sie sich da kennenlernen. Und haben auch ein Selfie zusammen gemacht, das kam vorhin schon mal. Also wenn es kommt, dann sage ich euch nochmal Bescheid. Und irgendwann während des Films hat Gypsy vorgegeben, dass sie auf Toilette muss. Niklas ist ihr gefolgt. Und dort hatten die dann auf der Toilette ihr erstes Mal. Also sie hat sich immer gewünscht, dass das so mit Rosen, Kerzen so ein Bett ist, aber das war dann einfach auf dem Kinoklo. Und die Mutter hat so schon sich gewundert, warum ist sie so lange weg, ist hinterher, aber sie konnten rechtzeitig noch fertig werden, sich anziehen und getrennt rausgehen. Und trotzdem hat die Mutter irgendwie was geahnt und hat schon gesagt, dieser Niklas ist ein komischer Psychopath. Wer zieht sich ein schickes Hemd an und geht dann zu einem Mädchen-Disney-Film alleine? Da haben die nicht drüber nachgedacht. Aber von da an konnte sie halt sagen, dass Niklas jetzt so ihr Freund ist. Tja, okay, also das war das inszenierte Treffen. Ich muss nur gucken. Dann ging es weiter, dass irgendwann in einem Safe Gypsy eine Krankenkarte gefunden hat und eine Geburtsurkunde, in der drin steht, dass sie halt 91 geboren ist und nicht 95 und sie war schockiert. Und langsam fing das alles an so zu zerbröckeln. Sie hat sich schon immer gewundert, dass alles so ein bisschen komisch ist und da waren dann auch Unterlagen drin, dass die Mutter sich viele Krankheiten anscheinend nur ausdenkt, also von Ärzten festgestellte Dokumente, die dann dort versteckt wurden. Und sie wurde wütend und sie wollte einfach nur noch weg. Sie wurde mit dem Kleiderbügel verprügelt von ihrer Mutter, wenn sie mal irgendwas nicht gemacht hat, als sie abgehauen ist oder ja, wenn sie mal ihr dumm gekommen ist. Und nun wollte sie ausbrechen. Und ihr müsst euch vorstellen, sie war auf mehreren starken Medikamenten. Ja, sie hat Epileptika genommen, sie hat Krebsmittel genommen, sie hat so irgendwelche Psychopharmaka und Antidepressiva nehmen müssen. Das ist übrigens ihr Vater da auf dem Bild. Also sie war immer high, sie war noch dazu high. Das heißt, sie hat nicht richtig so auch noch unterscheiden können, ist das jetzt alles echt oder nicht? Die Krankheit, ist die echt oder nicht? Sind die Symptome echt oder nicht? Was machen die Medikamente mit mir? Gibt es den Tod überhaupt? Alles hat sie in Frage gestellt. Und dann hat sie gesagt, okay, Niklas, bitte, töte meine Mutter. Für diese Bitte sitzt sie übrigens im Gefängnis. Naja, und weil sie halt das vorbereitet hat. Sie hat die Handschuhe ihm auf den Tisch gelegt, sie hat ihm die Hintertür aufgemacht und ja. Dann wurde langsam der Plan raus. Vorher hat sie halt mit ihm zusammen richtig viel gegoogelt, was können sie machen, wie können sie die Mutter loswerden. Denn abhauen ging ja nicht so einfach. Die Mutter musste beseitigt werden. Also hat sie überlegt, können wir das Haus anzünden, aber die Mutter hat einen sehr leichten Schlaf. Das heißt,
eine Kerze umfällt, klappt nicht. Sie hat geguckt, wie kann sie ihre Mutter vergiften? Mit Arsen, wo kriegt sie Arsen her? Aber das ging auch nicht. Und dann irgendwann hat sie gesagt, okay, bitte bring einfach meine Mutter um. Und er hat gesagt, okay, ich tue alles, was du willst. Er war so unsterblich in sie verliebt. Sie war sozusagen die erste... Sie war seine Seelengefährtin, sozusagen. Könnte man es nicht nachweisen, dass sie verprügelt wird? Ja, das waren halt so Zeitpunkte, dass man es nicht gesehen hat. Was eigentlich mit der Musik gerade? Und nicht jeder Schlag hinterlässt Spuren. Okay. Es gab ein paar Dokumente tatsächlich, auf denen stand immer mal 91 und hat die Mutter mal gesagt, nein, das ist ein Tippfehler. Du wurdest 95 geboren, also keine Sorge. Und ja, das Gypsy war so, so wütend und naja, gut. Also, ihr Freund Niklas, aka Viktor der Vampir, hatte noch eine andere Vorliebe. Und zwar wollte er die Mutter vergewaltigen, nachdem er sie umgebracht hat. Vor Niklas hat seine Ex-Freundin Gypsy gewarnt. Irgendwann hat die Ex-Freundin ihn mal bei Facebook geschrieben und gesagt, ja, mein Ex, Niklas, dein Freund, das ist ein Psychopath. Der denkt, er ist ein Vampir. Der ist richtig krank, passt da auf. Und Gypsy hat gesagt, nein, du bist nur neidisch. Und hat ihr nicht geglaubt. Auf jeden Fall war der Plan, er kommt rein, sie versteckt sich im Bad, er bringt die Mutter um und dann darf er sie vergewaltigen. Gypsy selbst wollte das nicht, also hat ein bisschen schlecht gefühlt, hat gesagt, nimm lieber mich, du kannst mich vergewaltigen. Und er hat gesagt, na mal gucken. Und dann ging's los. Er selbst trug einen Pullover, auf dem Horrorclowns drauf waren. Einfach auch, um der Mutter nochmal Angst zu machen. Er hat sich vermummt, Tuch vorm Gesicht, Kapuze auf, Mütze, komplett schwarz, gruselige Clowns auf dem Pullover und ein Messer mit so einer Klinge. Ist also reingegangen, hat gesagt, beweg deinen Arsch ins Badezimmer zu Gypsy. Und dann ist er zur Mutter ins Schlafzimmer und hat, sie lag auf dem Bauch, hat sie getötet. Während dieses ganzen Aktes, die Mutter hat geschrien um Hilfe, hat nach Gypsy gerufen. Gypsy saß im Badezimmer auf dem Fußboden, hat gezittert, hat geweint und ja, sie hat danach das ganze Blut wegwischen müssen. Er hat das halt in dieser Art Rollenspiel zu ihr gesagt. Los, beweg deinen Arsch und mach es sauber. Ja, Master. Dann hat sie es gemacht und daraufhin hat er sie, also Gypsy, nochmal vergewaltigt. Das war aber, wie gesagt, ein Teil ihres Spiels. Dann haben die beiden das ganze Geld, das er sparte, das sie immer als Unterhalt vom Vater bekommen hat, haben sie von der Mutter mitgenommen und sind in ein Hotel gegangen. Sie wurden überall gefilmt und haben dann halt auch von diesem Ort später halt diesen Post »The Bitch is Dead« abgesetzt, wodurch sie gefunden wurden. Dass Gypsy so nicht ganz wusste, was passiert oder vielleicht ihm hörig ist, kann man heutzutage nur teilweise bestätigen. Es gibt nämlich Videos aus dem Hotelzimmer, wie die beiden richtig ausgelassen kichern, wie sie da nackig im Bett liegen, Brownies essen, Spaß machen. Also denen ging's gut. Die wollten ganz weit weggehen, mit dem Geld ein neues Leben anfangen. Die haben die Mutter nochmal getroffen von Niklas und sie hat einfach gesagt, ja, sie ist ein Heimkind, ihre Mutter kümmert sich nicht um sie. Tja. Und dann stand die Polizei vor der Tür. Gypsy konnte laufen und alle Verwandten dachten sich, what? Was ist hier los? Nachdem das alles so rauskam, was da passiert ist, hat man ganz schnell von der Todesstrafe abgesehen und hat gesagt, okay, sie kriegt 10 Jahre. Also sie kommt 2004
24 kommt sie aus dem Gefängnis wieder raus. Und ja, 24. Und Victor oder Niklas hat lebenslänglich bekommen. Wollten die beiden gefunden werden oder haben die es noch nicht bedacht? Die haben es nicht bedacht. Die haben gedacht, dass der Mordverdacht nicht auf sie fällt. Also sie wollten halt einfach die Mutter umbringen, wegrennen und dachten, keiner kommt drauf, dass wir das waren. Tja, aber sie haben halt alles, Facebook-Account dann durchsucht, das Handy und naja, so kam dann alles nach und nach raus, dass Gypsy ihn gebeten hat, dass er total verliebt ist und er hat es dann auch im Geständnis dann auch gesagt, ja, ich habe das nur für Gypsy getan, weil sie mich drum gebeten hat. Haben die keine Milderung bekommen aufgrund der Vorgeschichte? Gypsy ja. Also von der Todesstrafe auf 10 Jahre und nach 8 Jahren hat sie Bewährung. Sie hat noch ihr Leben vor sich. Dadurch, dass sie so gequält wurde und bei der Polizeiwache hat man auch zu ihr gesagt, deine Mutter ist verstorben. Und sie hat es... Nein, die ist nicht. Sie hat es in dem Moment so gar nicht. Sie war immer high. Ja, und das hat man ja auch gemerkt. Es wurde ja alles überwacht. Jede Befragung. Und deswegen wussten die auch, dass sie das da am Anfang nicht ganz so geschnallt hat. Dass das kein Traum war. Und für Gypsy war das ja wie ein Märchen. Der Prinz rettet sie jetzt. Und sie können wegrennen und bis ans Ende aller Zeiten glücklich zusammenleben. Und auf einmal wird sie festgenommen und ihre Mutter ist tatsächlich tot. Also, das ist schon... Allerdings hat Niklas, so sagte der Richter, das aus Heimtücke getan. Und weil er, wie gesagt, diesen Horror-Clown-Pullover getragen hat, um der Mutter nochmal Angst zu machen. Und weil er sie vergewaltigen wollte, was er aber nicht getan hat, dadurch konnte man sagen, er hat es mit Heimtücke getan. Und nicht, weil er manipuliert wurde. Denn, das kann man heute sagen, Gypsy hat an Manipulationstechniken eine Menge gelernt. Das ist sie während der Verhaftung. Ja, ihr seht, sie hat sehr kurze Haare, sie hat mittlerweile sehr lange Haare. In Interviews ist sie geschminkt, sie hat schöne, lange Locken. Sie ist bis zur 6. Klasse in die Schule gegangen und wird jetzt während der Haft das alles so ein bisschen nachholen. Aber sie weiß auch schon, wie man Menschen um den Finger wickeln kann. Egal, es ist richtig schlimm, was ihr passiert ist, das ist keine Frage. Doch sie hat auch Manipulation gelernt. Auf jeden Fall, in der Nacht, zwei Nächte vor dem Mord, hatte Gypsy noch einen riesigen Streit mit ihrer Mutter, weil sie gebeten hat, bitte, es stand wie eine OP an für die Magensonde und sie hat gesagt, bitte, Mutter, ich kann allein essen. Und Didi war unerbittlich, hat sie geschlagen und hat gesagt, nein, du kriegst diese Operation, ob du willst oder nicht. Und dann hat Gypsy es nicht mehr ausgehalten. Wann übrigens genau sie ermordet wurde, kann man nicht sagen. Irgendwann zwischen dem 9. Juli und dem 14. Juli, die lag halt da eine Weile. Und erst am 14. Juli ging dieser Facebook-Post raus, wodurch die Nachbarn dann an der Tür geklopft haben und reingekommen sind und gesehen haben, dass Didi ermordet wurde. Und es war übelst kalt in dem Haus. Da lief nämlich die ganze Zeit die Klimaanlage und dadurch ist die Leiche auch ein bisschen langsamer verwest und dadurch kann man nicht genau sagen, in welcher Nacht das war, dass Didi ermordet wurde. Tja. Sitzt sie immer noch im Knast und wie geht es ihr momentan? Also sie ist bis 2024 noch im Knast, also noch 5 Jahre. Die Hälfte hat sie jetzt in dem Sinne geschafft. Wenn man sie heute fragt, bist du traurig, dass deine Mutter getötet wurde? Dann sagt sie, ja, aber sie wollte nicht die Mutter töten, sondern das Leben, das sie zu dem Zeitpunkt geführt hat. Es tut ihr leid, sie vermisst ihre Mutter und sie selbst empfindet es, wie gesagt, nicht so wirklich als Misshandlung, sondern würde ihre Mutter immer als speziell beschreiben oder überfürsorglich. Aber ihr war das nie so krass bewusst, wie es uns heute bewusst ist. Ja. So.
So. Niklas hat, wie gesagt, lebenslänglich bekommen, keine Bewährung. Und es ist Mord ersten Grades, also absolute Heimtücke, besondere Grausamkeit. Und Gypsy ist für Mord zweiten Grades, also ohne Heimtücke, schuldig gesprochen worden. Ja. Krübelkönig sagt, sage ich ja, Verdrängung. Also ihr arbeitet es ja jetzt auf. Also es gibt richtig, richtig, richtig viele Dokumentationen, Interviews. Sie ist ja ein medialer Mittelpunkt gewesen, ganz lange. Es wurde ganz groß. Sie war mit Dr. Phil im Interview. Ja, also das, sie ist nicht unbetreut. Tja. Sie selbst sagt übrigens heute, dass sie Niklas nicht mehr liebt. Also, aber die beiden haben jetzt sowieso keinen Kontakt mehr. Habe ich irgendwas vergessen? Ich muss mal ganz kurz gucken. So, was sagt ihr dazu? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich konnte gerade immer nicht so mitlesen, dass ich mal auf meine Stichpunkte geguckt habe und dachte, oh mein Gott, ich darf nichts vergessen. Ich habe nicht mal annähernd alles aufgeschrieben, was ich heute erzählt habe. Ich muss mal gucken, was ihr hier geschrieben habt. Warum waren im Hotelzimmer Kameras? Nein, aber war nicht, aber im Hotelfoyer. Und sie haben es mit ihren Handys gefilmt, diese Bettszene. Die kann man sich auch angucken. Mal gucken, was sie noch schreibt. Warum lügen wegen ihrem Alter? Damit sie immer klein und niedlich bleibt. Und ja, weil sie auch Zeit brauchte. Man hat ja mal gesagt, na, die wird nur 20, älter wird sie nicht. Und dann war sie aber schon 23, als sie herausgefunden hat, dass sie ja, oder 21, dass sie halt so alt ist. Also, das ist halt, sie war selbst schockiert. Und ja, die Mutter brauchte halt noch Zeit. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was ihr Gedankengang war, wie sie weitermacht. Also was ist, wenn Gypsy 30 ist? Oder wäre in dem Zeitalter, also zu dem Zeitpunkt. Was hätte die Mutter dann gemacht? So. Creepykönig sagt, es hätte sicherlich andere Möglichkeiten als Muttermord gegeben, um ihr Martyrium zu beenden. Das stimmt, aber Gypsy wusste das nicht. Gypsy wurde eingeredet, keiner wird ihr glauben. Das Einzige, was sie hätte machen können, ist, ihren Vater irgendein Zeichen zu geben. Hat sie sich aber nie getraut. Und der Vater macht sich bis heute Vorwürfe, dass er es nicht erkannt hat. Also der steht total hinter Gypsy. Der ist auch in ganzen Interviews und ist so ein sehr lockerer Typ und redet darüber auch nicht, dass er traumatisiert ist. Es tut ihm natürlich leid, dass es zu einem Mord gekommen ist, aber es tut ihm noch mehr leid, dass er es halt nicht erkannt hat. Er hätte Gypsy so gern geholfen. Und heute weiß Gypsy, dass der Mord jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen. Aber zu dem Zeitpunkt, sie war jung, sie hatte nicht mal eine Vorstellung davon, wie Sex funktioniert und was eine Beziehung ist. Sie dachte, sie ist jetzt komplett romantisiert. Also wenn man sich so die Facebook-Posts anguckt, das war halt schon extrem jenseits der Realität. Sie hat ja von Anfang an kein normales Leben geführt. Sie wusste immer, dass sie irgendwie ganz besonders anders lebt. So. Das Bild kam schon so oft. Ich hoffe mal, dass Nick nochmal kommt. Zombie-Loverin sagt, also ich kann es irgendwie verstehen, dass ihre Mutter nach all dem tot sehen wollte. Sie hat bestimmt keinen anderen Ausweg gewusst, um sich davon zu befreien. Erstmal das. Und interessant ist auch noch, Kinder von, also Opfer von Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom-Tätern werden nach kurzer Zeit, nachdem man sie vom Täter entfernt, plötzlich gesund. Was aber mit dem Täter passiert, ist auch noch interessant. Die werden nämlich richtig stark depressiv und fangen oft auch an, dann so Selbstzerstörung auszuüben, also sich
Schmerzen zuzufügen und irgendwie damit umzugehen, weil die halt nicht damit klarkommen, dass nun ihr Opfer, also ihr Pflegling in dem Fall weg ist. Welches Video meinst du gerade? Ich suche es gerade bei YouTube. Also, dieses Hotelvideo meinst du? Das kannst du auf jeden Fall in Interviews sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man es auch so findet. Ich guck mal ganz kurz. Nee. Also, wenn man Gypsy Rose Hotelvideo eingibt, da findet man es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Handyvideo. Ich muss sagen, sie lacht da wie Yandere, wenn die wahnsinnig wird. Creepy König sagt, aber dann hätte doch Unzurechnungsfähigkeit festgestellt werden sollen vor Gericht. Bin ich auch der Meinung. Aber wie gesagt, es gab ein paar kleine Details, die gezeigt haben, dass es eben nicht Unzurechnungsfähigkeit war, bei keinem von beiden. Wie gesagt, Nick hatte diesen Pullover getragen. Sie haben das von langer Hand geplant. Sie hatten einen Namen dafür, Plan B. Ja, sie hat ihm die Tür aufgemacht. Sie hat die Handschuhe vorbereitet. Sie hat danach geputzt. Sie ist mit ihm mitgegangen. Die haben die Mutter bestohlen. Die haben die Mordwaffe per Post noch sich nachsenden lassen, damit sie die irgendwie noch loswerden können. Aber die hat man dann gefunden. Also das waren alles so Dinge, die zeigten, dass es totale Berechnung war. Und natürlich, was willst du da machen? Bei einem vorgestraften Typ, der 9 Stunden lang Pornos bei McDonald's geguckt hat und der dann sagt, oh, ich würde gerne deine tote Mutter vergewaltigen. Gehst du da auf Unzurechnungsfähigkeit? Und es gibt richtig viele Promis, die sich dafür einsetzen, dass Gypsy früher entlassen wird und dass das Leben danach einfacher gemacht wird. Und da gibt es richtig viele Bewegungen auch, die halt mit ihr sympathisieren. Ja. Sie selbst sagt übrigens auch, dass sie versteht, warum sie im Gefängnis ist, aber sie findet 10 Jahre schon zu dolle. Also sie selbst sagt, sie hat es verstanden jetzt. Aber sie würde nicht sagen, dass 10 Jahre fair sind. Dr. Igor sagt, Zurechnungsfähigkeit und Wissen, dass man es realisiert, was man tut, ist nicht immer das Gleiche. Und wenn sie ständig stoned war durch die Medis, eben. Das hat ja auch nochmal gedauert. Also, bis sie auch von dem ganzen Zeug runter ist und runter war und auch wieder richtig gesund wurde von den ganzen Tabletten. Also, allein was ihre Leber mitmachen musste. Und wie gesagt, die ganzen Zähne, auf dem Bild hat man es eben noch gesehen, die Zähne sind ja ausgefallen. Sie hat dann richtig beim Kieferorthopäden ganz viel neue Zähne bekommen und alles. Also, das muss dann auch nochmal gemacht werden. Maria sagt, ob Didi einsichtig war, es macht mich fertig, dass es solche Mütter gibt. Ja. Es gibt sowas auch in harmloser Form. Und ich habe, das kann ich mal erzählen, das ist mir nämlich diese Woche erst passiert, eine Bekannte, die hat auch ein Baby. Und die hat, ich will nicht sagen, dass es in dieser Form ist, aber ich sag mal, sie ist vielleicht auch ein bisschen Hypochonder. Und ihr Baby hat Durchfall bekommen. Und der war olivgrün. Sorry für alle, die gerade essen. Da ist er. Da ist Nick nochmal. Auf jeden Fall habe ich sie gesagt, naja, olivgrün ist jetzt nicht so schlimm. Schlimm wird's, wenn der Stuhl weiß oder gräulich ist. Und am nächsten Tag meinte sie zu mir, der Stuhl ist jetzt weiß und gräulich. Und rief sofort beim Kinderarzt an. Und wir waren zufällig auch da, gerade weil Levi geimpft wurde. Und da ist sie gekommen, weil wir den gleichen Kinderarzt haben. Ist sie zum Kinderarzt gekommen mit ihrem Mann, mit ihrem Baby. Sie hatte Stuhlprobe gleich genommen, sie hatte eine Windel dabei. Und das Baby lag dort in der Schale und war munter. Der hatte kein Fieber, der hat normal getrunken, der hat aufmerksam geguckt, der hat gelacht. Also ihm ging es gut. Und sie meinte, er hätte stündlich Durchfall. Nun saßen die beim Arzt 3 oder 4 Stunden und sie hat nicht Windeln gewechselt. Ja. Es wurde dann Stuhlprobe eingeschickt und sie ist total darin aufgegangen, dass ihr Baby jetzt Medikamente braucht. Und ich habe das schon öfters bei ihr beobachtet, dass sie Krankheiten an ihrem Baby findet. Und ich glaube, bei ihr ist es ein bisschen hypochondermäßig. Und ja,
Vielleicht auch so ein ganz leichtes Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Also es muss halt nicht immer so krass sein wie bei Gypsy und Didi. Um Gottes Willen. Aber das habe ich diese Woche erst gesehen und dachte, oh Gott. Grüner Durchfall passiert tatsächlich, Dr. Igor. Also nicht bei Stillbabys, aber bei Babys, die Pränahrung kriegen, ist das durchaus auch mal normal. Auch wenn die Zahnen, ja, dann oder so im Sprung sind oder eine Erkältung naht, dann wird das Stuhl auch mal grün. Das ist okay, das ist normal. Hat das Baby am Tag vorher gefroren? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mina sagt, ich finde 10 Jahre für sie zu viel in einem normalen Gefängnis, aber in einer psychiatrischen Einrichtung wäre sie bestimmt für eine Zeit gut aufgehoben gewesen. Einfach um zu verstehen, was sie angetan wurde, wie das auf sie selbst gewirkt hat und was sie eigentlich getan hat. Ja. Also ich maße mir jetzt nicht an zu sagen, das ist eine gerechte Strafe, auch was zum Beispiel Niklas angeht, bin ich sehr zwiegespalten. Aber sagen wir mal so, ich bin froh, dass Gypsy ein normales Leben jetzt führt. Wer weiß, wie viele Kinder da draußen sind. Das ist nämlich auch noch heftig. Bei Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist die Sterberate der Kinder bei bis zu 30%. Man kann es halt nicht immer nachweisen. Man kann diese Misshandlung, die zu Hause stattfindet, selten nachweisen. Wenn du als Arzt feststellst, dass das Kind vielleicht doch nicht so krank ist und dass die Mutter irgendwas hat, kannst du nicht unbedingt immer viel machen. Die sind von Amts wegen her sehr auf die Hände gebunden. Du kannst halt eine Behandlung verweigern. Aber das Kind wird dann zum nächsten Arzt geschleppt. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ob man dann das Jugendamt direkt kontaktieren kann. Das weiß ich nicht. Und ob die dann tatsächlich auch was machen. Denn wie gesagt, es muss nachgewiesen werden. Und ich weiß, dass das Jugendamt in manchen Fällen nicht eingegriffen hat, wo es schon mal hätte eingreifen sollen. Aus Freundeskreiserfahrung. Aber gut. No bashing. Und wer weiß, wie viele Kinder da draußen heute noch leiden oder daran gestorben sind, was man bis heute nicht nachweisen konnte. Ich gucke gerade. Ostfriesen-Harry sagt was Schönes. Ich habe vor kurzem einen Satz gelesen, wenn sie mit ihrem Kind Stunden in der Notaufnahme warten, seien sie froh, ihr Kind ist kein Notfall. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Satz. Muss ich mir aber merken für meine Freundin. So. Ja, denen sind die Hände gebunden, bis etwas passiert. Das ist die grundsätzliche Aussage, Mrs. XY. Das würde ich auch so sagen. Also, ja, und wie gesagt, du musst es halt wirklich nachweisen. Und das war so perfekt inszeniert. Die haben da, jetzt seht ihr sie mal, wie sie heute aussieht. Ein echt hübsches Mädchen, oder? Und wenn sie halt so Interviews gibt, dann denkt man auch, wow, die ist echt, echt cute. Und schöne Haare hat die. Zombie-Loverin sagt, diese Geschichten fühlen sich immer so weit weg und unvorstellbar an. Ja, aber du weißt nicht. Du weißt nicht, wie nah du jemand bist, der tatsächlich so ein Opfer ist. Zumal das Opfer sehr oft auch nicht erkennt, dass es Opfer ist. Und das gibt es auch, wie gesagt, bei Erwachsenen. Dass die Ehefrau, Partnerin ihren Mann oder Freund regelmäßig vergiftet, damit der im Bett bleibt. Ich habe mal so eine Geschichte gehört, dass so ein Amazonenvolk morgens ihre Männer vergiften, damit die den ganzen Tag nur liegen und nicht fremdgehen oder Faxen machen. Und abends kriegen sie das Gegengift, damit die in der Nacht fit sind. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber ja. Mina sagt, aber sie lacht wirklich immer hinter dem ewigen Lächeln und Lachen wird oft alles andere versteckt. Richtig. Wer sich halt Videos anguckt von denen, es gibt so viele Home-Videos von denen, wie sie lacht, wie sie spricht, wie ein kleines Kind. Sie durfte auch keine komplizierten Sätze bilden. Sie musste immer so lächeln und sagen, das ganze Leben ist wie ein Märchen und alles hat ein gutes Ende. So sollte sie immer reden. Ja, die war mit ihr bei ganz vielen Benefizveranstaltungen, wo Gypsy auch reden musste oder singen musste. Und
hier haben wir Mutter und Tochter und die Tochter hat Leukämie überlebt und alle so, oh, und dann hat sie ein Lied gesungen und alle dachten, oh mein Gott, wie süß. Tja, und sowas war das immer, solche Veranstaltungen waren das immer, immer. Und du hinterfragst dir sowas in dem Moment nicht. Also jetzt hinterfragt ihr sowas vielleicht dann beim nächsten Mal und tut vielleicht doch jemand Unrecht, aber das ist so abgefahren, müssen wir erstmal drauf kommen. Okay, Brudi fragt, wenn jetzt so ein Syndrom in einer Familie festgestellt wird, wie würde man dann mit Tochter und Mutter verfahren? Also, wenn sowas festgestellt wird, wird das Kind erstmal von der Mutter, in dem Fall separiert, dann sieht man nämlich ganz schnell, dass das Kind gesund ist, weil es halt sofort gesund wird, es blüht wieder auf und meist fangen die dann auch von alleine an zu reden und erzählen halt, was passiert. Wenn zum Beispiel körperliche Misshandlung nicht in Form von Tablettendarreichung ist, sondern zum Beispiel in Form von Schlägen, dass das Kind regelmäßig mit Zigaretten verbrannt wird oder über ein Feuerzeug halten muss, dass zum Beispiel auch die Fingerkuppen abgeschnitten werden, und also ganz schlimm, dann fangen die oft an zu reden, ja, und dann die Mutter oder Täter in dem Fall dann kommt natürlich in psychiatrische Behandlung oder eben vor Gericht oder eben beides und das Kind zu jemandem, wo es halt nicht mehr so misshandelt wird. Aber wie gesagt, das muss man erstmal nachweisen. Betty sagt, ich glaube, das Hauptproblem hierbei ist, dass man doch der Mutter erstmal glaubt, wenn sie sagt, dass das Kind krank ist, denn man geht ja nicht von Anfang an davon aus, dass die Mutter böse Absichten hat. Ganz genau. Und das sagt Gypsy bis heute, meine Mutter, sie hatte immer das Gefühl, ihre Mutter will nur das Beste für sie und hat das halt alles geglaubt. Und Bumli sagt, genau das war nämlich auch das Problem. Das haben nämlich auch der Vater und die Stiefmutter auch dann gesagt. Wieso konnte man jetzt nicht, die Ärzte, so, warum haben die nichts festgestellt? Die Presse, Polizei, Ärzte werden nichts hinterfragen, was logisch und bestätigt ist von den vorherigen Pressen, Polizei und Ärzten. Da wird sich keiner trauen, einen anderen in die Pfanne zu hauen. Ja, erstmal das. Und vieles baut ja aufeinander auf. Man bekommt eine Überweisung vom Hausarzt zum Kardiologen und der Kardiologe ruht sich dann auf den Befund des Hausarztes aus, sozusagen. Ja, also mich hat der Fall richtig bewegt. So, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, meinem Kind sowas anzutun, um in der Öffentlichkeit zu stehen, um Bestätigung zu bekommen, um zu zeigen, was für eine tolle Mutter ich bin. Denn normalerweise will man ja das Unglück abwenden von seinem Kind. Normalerweise. Richtig, richtig heftig. Tja. Miss XY sagt, das Schlimme ist, dass emotionale Gewalt nicht sichtbar ist. Ganz genau, das ist eben das, beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist ganz viel mit Abhängigkeit, mit Kontrolle. Also nicht nur mit der körperlichen Präsenz, sondern eben emotionale Erpressung, wie ich vorhin gesagt habe. Ich wünschte, ich hätte abgetrieben, als ich noch konnte. Ich wünsche mir, du würdest endlich sterben. Was hast du mir nur angetan? Du hast mein Leben verpfuscht, weil du auf die Welt gekommen bist. Oder eben andersrum auch. Wenn du deine Tabletten nicht nimmst, dann bringe ich mich um. Wenn du Mami irgendwann verlässt, dann habe ich keinen Grund mehr zu leben. Sowas. Da haben die Kinder natürlich Angst und glauben das. Genau, Moni sagt, Didi bekam ja Lob von allen Seiten, dass sie ihr ganzes Leben ihrem kranken Kind opfert. Eben, die hat ja selbst nicht mehr gearbeitet. Die war ja nur da und hat ja auch gezeigt, dass sie beste Freundin sind, waren immer zusammen und sie hat halt jeden Tag gefühlt, war sie beim Arzt und hat... Wie gesagt, das Haus wurde umgebaut und gebaut für die beiden. Und wenn ihr euch mal Bilder vom Tatort anguckt, dann seht ihr das auch, dass halt alles voll war mit Bildern von Gypsy, mit diesen Perücken, mit diesen Kleidern. Da gab es Bilder, die wurden gemalt und naja, die hatten halt auch diese vielen Ausflüge. Und
Didi hat extrem viele seltsame Videos von ihr gemacht. So. Bumli sagt, meine Frage wäre jetzt noch diese körperliche Gewalt. Kleiderbügel, angedroht mit Hammer, Smartphone, Notebook. Haben das die Geschwister nicht mitbekommen? Ihren Lehrern erzählt? Also, Gypsy hatte keine Geschwister. Gypsy war ein Einzelkind. Die Geschwister, von denen ich vorhin geredet habe, waren die von Didi, von der Mutter. Und die wurde nicht misshandelt, sondern die wurde tatsächlich isoliert und von ihrer Mutter überbefürsorgt, umsorgt, bis sie halt gestorben ist. Und dann kurz darauf ist Didi schwanger geworden. Bei Gypsy selbst, da gab es keine anderen Kinder. Das heißt, keiner hat was mitbekommen. Und immer wenn Kinder aus der Nachbarschaft rüberkamen, saß Didi direkt neben, daneben. Die ist nicht mal raus aus dem Zimmer gegangen, hat alle bewacht. Der Vater von Gypsy hat, so wie ich das mitbekommen habe, noch andere Kinder, aber mit einer anderen Frau. Der hat wieder geheiratet. Und für ihn war es auch schwierig, weil Gypsy und ihre Mutter immer weiter weggezogen sind. Also die haben zuerst sehr nah gewohnt und dann sind die immer weiter weggezogen. So wurde auch das Treffen immer schwerer. Dann kam halt Katrina, dann sind sie noch weiter gezogen. Dann hat Didi den Nachnamen geändert, wie ich vorhin gesagt habe, ein E rangehängt, so dass Gypsy immer weiter isoliert wurde. Und dann wurde dieses Haus gebaut, was schon sehr weit weg war vom Vater und seiner Familie. Und der konnte dann halt auch nicht einfach mal so hinkommen und hat halt auch selten seine Familie mitbringen können, weil er halt Gypsy auch nicht lange mal sehen konnte, denn Gypsy brauchte ihre Medikamente, war müde. Ja. Und Gebrodi sagt, also wollte die Mutter ein Kind wie eine Puppe, die sie betüddeln kann. Ja. Ich muss euch dazu mal was erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, wie dieser Test heißt. Das ist so ein Test über Mentalitäten. Den habe ich gemacht, als ich ungefähr 10 war. Da hat meine Mutter irgend so ein Buch gelesen und da war so ein Kreis mit 4 Teilen. Nennen wir sie jetzt Quadranten. Und da waren 4 Eigenschaften, also Namen von diesen Quadranten. Und da drumherum waren richtig viele Adjektive, die einen selbst beschreiben. Man sollte halt immer alles durchstreichen, was man selbst ist. Und dann sieht man, zu welchem Quadrant man gehört. Meine Mutter hat mir es früher erklärt, es gibt 4 Arten, grob gesagt, von Mentalitäten und auch dann von Eltern. Im ersten Quadrant muss alles so sein, für die Menschen, die das sind, wie es schon immer war. Ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und nur wenn sein Kind auch wirklich nach diesen strengen Regeln lebt, dann ist das ein gutes Kind. Der zweite Quadrant von der Mentalität her ist so, oh, ich lebe im Hier und Jetzt, ich kann nicht mit Geld umgehen, erst das Vergnügen, später die Arbeit, mache ich morgen. Das ist so der zweite Quadrant. Und alles, was schön ist, ist toll. Also wenn man zum Beispiel ein Kind hat, dann liebt man das, wenn es schön ist, wenn es schöne Kleider anhat, wenn man es schick anziehen kann. Das ist der zweite Quadrant. Beim dritten Quadranten kümmert man sich um alle anderen Menschen. Man opfert alles auf, man umsorgt sich und man liebt sein Kind besonders dann, wenn es krank ist, weil man sich um das Kind kümmern kann. Und der vierte Quadrant ist so ein bisschen so, na, lieber Zahlen als Menschen, ja, lieber keine Gefühle, lieber Fakten, so. Dann liebt man sein Kind, wenn es klug ist und wenn es jetzt nicht so viel Emotionen hat. Und es ist jetzt so ganz runtergebrochen, es ist ein bisschen komplizierter, aber das typisch Power-Typ-Modell, danke, okay. Das typische weibliche ist der erste und der vierte Quadrant, also weniger Gefühle, mehr Zahlen und alte Strukturen. Und typisch weiblich ist schöne Kleider, schöne Dinge, aber auch sich um jemanden kümmern, also Schmuck, aber auch Pflege. So. Und manchmal ist man nicht typisch weiblich und hat 2 Quadranten. Manchmal passen 3 auf einen, manchmal passt gar keiner. Und manchmal ist man in einem Extrem. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen
schon zeigt, dass man dann vielleicht anfälliger wird, wenn man jetzt dieses Überfürsorgliche hat, dass man eher anfälliger ist für das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ich sage nicht, dass jeder es kriegen kann, aber man sieht, es sind Menschen, die oft zur Selbstverletzung neigen, die sehr oft eine bipolare Störung haben und die weiblich sind, fast immer. Ja. Und die oft selbst sehr umsorgt wurden. Tja. Heute 83 sagten, wir alle wissen, welche Quadranten Kathi mit Glitzern und Einhörnern ausgemalt hatte. Ja, und mit meinen Piepsis bin ich im zweiten und dritten Quadranten. Ich muss mal alle retten. Ja. Also, Power-Typen-Modell. Ich wusste nicht, wie es heißt, aber wenn es das ist, dann macht mal das. Dann müsst ihr ein bisschen was so. Da sieht man dann auch, zu welchen psychischen Störungen man neigt. Und zum Beispiel halt, wie man mit anderen Menschen umgeht. Welche Schwächen man hat, aber auch welche Stärken. Dann kann man so ein bisschen dran arbeiten. Aber ohne Gewehr. Habe ich das jetzt erzählt? Das ist schon sehr lange her. Okay, so. Ich finde einen eigenen Stream darüber mal interessant. Ja, Onkel Brody, weißt du noch? Ich habe einen Stream zu den neuen Intelligenzen gemacht. Oder den Test, den ich noch irgendwo sogar habe. Und dann war alles falsch. Gott, das war so unangenehm. Aber wir können mal wieder irgendwie so ein Thema machen, wenn ihr da Lust drauf habt. Kennt ihr noch mehr solche Tests? Ich finde sowas voll interessant. Ja, kann ich mal ein bisschen was mitbringen, wenn ihr wollt. Niki sagt, also die Kleine rechts hat ihre Mom ermordet. Nein, ihr Freund. Sie nicht. Schliefekönig sagt, ich kann mich noch an den Stream mit dem Psychopathentest erinnern. Ach ja, das war schön. Das war so gerade die Anfangszeit von mir und Archie. Ah, das war toll. Tja, damals. Mrs. XY sagt, manchmal ist auch der Fall, dass eine Frau ein Kind bekommt, um die Familie zu haben, die sie früher nie hatte. Also im Prinzip, um sich an dem Kind festzuhalten, durch dich geht es mir besser. Ich glaube aber, dass auch zum anderen Didi das einfach auch nur so kannte. So wie sie von ihrer Mutter erzogen wurde, so ist sie geworden, hat das auf Gypsy weitergegeben. Mega krass. Also, das hätte sich bestimmt noch so... Man hätte da noch weiter forschen müssen. Und wie war die Mutter von der Mutter? Also die Mutter der Mutter der Mutter. Ja. Ja. So. Also, wenn wir nächste Mal Crime Time machen, dann stelle ich euch wieder so Kriminalfälle vor, über die wir dann auch reden können. Ich schneide das dann für YouTube, dass man nur die Fälle hat und ein bisschen Diskussion. Heute war es ja Friday, das heißt, ich habe heute richtig viel ausgearbeitet. Wird immer meine Spickzettel sehen. So, und da. Aber nicht abschreiben. Ja, oh, hier ist ein Fleck. Tagelange Arbeit war das. Nein, es hat mich extrem emotional mitgenommen. Und wenn wir jetzt so Crime Time machen, dann mache ich so ein bisschen oberflächlicher, aber ich suche mir immer mal so einen Fall raus, wenn ihr darauf Bock habt. Und dann können wir ja so ein Friday darüber machen. Wir haben ja jetzt auch Mystery Streams immer so gemacht mit seltsamen Verbrechen. Irgendwann werde ich es auch mal schaffen, wie ein Buch zu lesen, um eine Buchvorstellung zu machen. Ich habe nämlich noch ganz viele Bücher hier, die ich euch vorstellen will, aber ich komme nicht dazu. Hast du den New Maker Case schon mal betrachtet? Ich kann mir ja mal aufschreiben, wenn es dein Wunsch ist. So. Kickstarter sagt, es war wirklich interessant. Das freut mich. Also, heute waren auch richtig viele Leute da. Das freut mich noch mehr.
war ich nicht so allein. Liegt es an der Weihnachtszeit oder liegt es daran, dass der Fall gut war? Ich werde mal den irgendwann jetzt hochladen und vielleicht die Leute, die den jetzt auf YouTube geguckt haben, können mir mal Feedback dazu geben, was ihr dazu sagt. Ah, Wumli sagt, Kathi loben für solche Vorbereitung. Danke, dass ich daran teilhaben durfte. Dankeschön. Das freut mich voll. War sehr interessant heute, sagt Zwerbunda. Das freut mich. Das ist richtig gut vorgestellt, sagt Onkel Brody. Und bist sehr ins Detail gegangen. Es war unheimlich interessant. Man hat viele Hintergründe kennengelernt. Danke. Oh, sehr viele Sachen, die ich mir angeguckt habe. Oh Gott, das war so schlimm. Joker Richter, vielen Dank. Und willkommen im Kreis der Wahnsinnigen. Übrigens, ab Januar oder Februar könnt ihr wahrscheinlich mich nicht mehr subscriben hier. Weil wir nun eine Kündigung schreiben an Twitch, dass wir keine Affiliates mehr sein wollen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also jetzt ist es noch eine Unterstützung, danke dafür. Aber in Zukunft, da macht lieber eine Donation, das ist besser. Du warst sehr fleißig, liebe Kathesi, danke. So. Aber was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, es gibt eine Doku. Ihr müsst mal gucken, es gibt zwei große Dokus über den Fall von Gypsy Rose Blanchard. Und es gibt eine Serie. Und zwar, die Serie ist auf Hulu. Habe ich heute auch zum ersten Mal gehört. Nachdem, oder gestern, vorgestern? Ich weiß nicht, wann hat Moni mir das gesagt? Auf jeden Fall gibt es eine Serie dazu, eine neunteilige. Und da habe ich mir Screenshots angeguckt und das ist schon richtig krass. Das ist so gut nachgestellt. Falls jemand von euch Hulu hat, guckt das, wenn euch das interessiert. Und in der einen Doku, und das muss ich mal sagen, das ist halt so typisch amerikanisch, aber ich finde es sehr grenzwertig. Man sieht Fotos vom Tatort und von der Leiche. Da will ich euch nur warnen, für Leute, die sich sowas nicht angucken können. Aus Friesen Harry. Vielen Dank, willkommen im Kreis der Wahnsinnigen. Da sieht man die Mutter. Und das ist ziemlich heftig. Also, das eine ist ja immer so, dass es interessant ist, so einen Fall zu recherchieren oder wie jetzt hier zuzuhören und auch darüber mitzureden und vielleicht auch ein bisschen zu urteilen oder rätseln, wer war das jetzt, warum. Aber dann zu begreifen, dass das wirklich passiert ist vor ein paar Jahren, vor 5, und dass da wirklich eine Tochter gesagt hat, bitte töte meine Mutter. Und dann sieht man das alles, das ist richtig. Da, also mir läuft es ja eiskalt den Rücken runter. Archi sagt, Hulu ist in den USA mega populär. War auf YouTube meine Zeit lang etwas relevant. Ja, okay. Ich wusste das nicht. Mina sagt, ich finde das sehr interessant, aber ich möchte keine echten Fotos der Opfer sehen. Also es gibt zwei große Dokus. Eine heißt Gypsy Rose Revenge oder Gypsy's Revenge. Und ich glaube, da sieht man keine. Ich kann nicht hundertprozentig sagen. Es war aber definitiv in der anderen Doku, dass man Fotos gesehen hat. Muni sagt, die Serie von Hulu heißt The Act. Also wenn ihr danach gucken wollt, dann guckt The Act. Sucht es. Achso, gibt es den auch auf YouTube? Das wusste ich nicht. Dann werde ich heute Nacht mal gucken. So. Ostfriesen Harry sagt, ich finde es gut, die Realität zu begreifen, auch wenn es hart ist. Ja, ich glaube, dass also das Härteste, was ich persönlich, also das Emotionalste war für mich, als Gypsy begriffen hat, dass es Realität ist. Die Doku hat das so anschaulich, so viel Material. Es gibt diese ganze Verhörprozesse von der Mutter von Niklas und dem Vater von Niklas und ihr selbst und dem Vater, man sieht alles. Und dann sieht man auch, wie sie es gar nicht wahrhaben will. Das ist extrem schlimm, also für mich gewesen, das so zu sehen. Ja.
Moni sagt, nee, die Serie wird fleißig von YouTube entfernt, keine Chance. Okay, na gut, dann müsst ihr euch Hulu holen. Achtung, kein Sponsoring. Warum eigentlich nicht Hulu? Sponsert mich. Okay, gut, soviel dazu. Ich hoffe, wir werden in den Weihnachtstagen nochmal streamen. Auf jeden Fall am Sonntag um 17 Uhr lese ich nochmal ein Weihnachtsmärchen. Oder ich quatsche einfach mit euch mal gucken. Wir machen irgendwas auf jeden Fall. Am Sonntag, 17 Uhr, KZM-Tagebuch. Und dann schaue ich auch mal, wie es jetzt in Weihnachtsfeiertagen ist. Ich denke mal, am 24. machen wir nichts. Am 25. Feiern wir Weihnachten mit einer Freundin. Und dann gucken wir mal, wie es dann in den kommenden Tagen ist. Ansonsten, falls wir uns am Sonntag nicht sehen, weil ihr am Sonntag an was anderes macht, wünsche ich schon mal frohes Fest und viele tolle Geschenke, aber auch eine schöne Zeit mit den Menschen, die ihr liebt. So. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.